In den Fjorden Patagoniens gibt es einen immensen Artenreichtum. Der Humboldt-Strom sorgt mit frischem, kühlen Wasser dafür. Dieser Meeresstrom transportiert kaltes, nährstoffreiches Tiefenwasser aus der Antarktis entlang der Westküste Südamerikas nach Norden. Ein stationäres Hochdruckgebiet über dem Pazifik sorgt für Südostwinde, die das Oberflächenwasser vom Land wegblasen. Kaltes Tiefenwasser strömt nach oben. Jede Sekunde bewegt der Humboldt-Strom 15 Millionen Kubikmeter Wasser, etwa 75 Millionen Badewannenfüllungen.